Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich liebe Überraschungen. Na, ganz im Ernst, ich hasse Überraschungen. Ich war immer dieses Kind, bei dem die Eltern aufgehört haben, damit die Weihnachtsgeschenke in Papier einzuwickeln, weil ich es einmal so wild herumgeworfen habe beim Auspacken, dass ich fast das ganze Haus abgefackelt habe. Aber mittlerweile liebe ich Überraschungen, vor allem wenn einfach unerwartete Pakete kommen. Mystery-Pakete von Zuschauern, Rezensionsmuster von Labels, aber Überraschungsrezensionsmuster von Labels stehen ebenfalls auf meiner Liste relativ weit oben. Was ich das letzte Mal gesagt habe, als ich eine riesige, fette Kiste von Wicked Vision bekommen habe, war ja, dass ich von Wicked recht selten Muster bekomme, dafür dann allerdings fette Pakete, wo alles aus den letzten Monaten drinnen war. Und ich glaube, das letzte Paket habe ich irgendwann einmal so Mitte, Ende Dezember bekommen, dann kam jetzt eben im August das nächste Paket und da sind ja alle Reviews mittlerweile schon online, mit einer Ausnahme, die Puppet Master Box habe ich noch nicht geschafft, weil 9 Blu-rays, 12 Filme und ich glaube 60 Stunden Bonusmaterial war noch ein bisschen zu viel für mich. Also, die absolute Premiere quasi, dass ich ein Musterpaket von Wicked Vision bekomme, noch bevor ich mit dem letzten Musterpaket von Wicked Vision überhaupt fertig bin. Ich werde mich nicht beschweren drüber. Aber noch so umso gespannter bin ich tatsächlich auf das, was sich jetzt in diesem Paket drin, in diesem Paket befindet. Deswegen werden wir es gleich einmal öffnen und uns gleich einmal anschauen. Hier. Okay. Ah, so geht's dann auch, lieber Robert, falls du mir zusiehst jetzt gerade, ich habe hier deine 9, Nummer 4567 von der Black Cinema Collection inklusive deiner Abokarten und Bilder mitbekommen. Die werde ich dir das nächste Mal mitbringen, wenn wir uns sehen, und ich habe dann auch meine Nummer 7 aus der Wicked Vision Collection. Das ist natürlich eine geile Sache. Okay, ich muss echt zugeben, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit sehr, sehr viel gerechnet, aber natürlich ist das überhaupt kein Problem, weil ich ja jemand bin, der, habe ich ja quasi schon oft gesagt, eine wirkliche Abneigung dagegen hat, Versandunternehmen Geld in den Arsch zu schieben, weswegen ich das sehr gut finde und eben immer wieder sage, schickt's mal Sachen eben in größeren, selteneren Packeln, oder wenn ich jemanden ja tatsächlich persönlich kenne und öfter treffe wie den Robert, schickt's mal die Sachen von ihm einfach mit, damit ich sie ihm geben kann, und wir brauchen nicht zwei verschiedene Pakete oder sonstige Sachen, oder zum Beispiel schickt's mal meine Rezensionsmuster mit der Shop-Bestellung von Bretz Media in einem extra, in quasi einem extra abgetrennten Dings, dass man es erkennt, einfach nur um Portokosten zu sparen. Von daher habe ich nicht damit gerechnet, finde ich aber tatsächlich sehr cool, dass das jetzt da ist und eben hier auch meine neue Nummer aus der Black Cinema Collection zu dem Film Car Wash bin ich ebenfalls schon sehr, sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall danke an Wicked Vision generell immer für die extrem schnell, extrem gut verpackte Lieferung. Also für alle, die sich für die VÖs von Wicked interessieren, absolut heißer Tipp, da auch einmal direkt im Wicked-Shop vorbeizuschauen, weil dort gibt es dann nämlich auch einige coole Aktionen, einige exklusive Goodies, wenn man die Dinge direkt bei ihnen vorbestellt, beziehungsweise halt jetzt in diesem Fall auch eine super Verpackung, muss ich echt sagen. Bis jetzt kam immer alles total spitzenmäßig verpackt. Also schaut's vorbei, die Black Cinema Collection ist ja sowieso geil.